wir haben unseren ersten Abend. Wie gesagt, meine Freundin hat gekocht, lecker, lecker. Und wir sitzen jetzt alle am Tisch oder fast alle. Und jetzt wird Essen gefasst. Ja. Mm. So, guten Morgen. Der erste Ferientag, der 31.12. Hinter mir gehen die Rollos hoch. Die habe ich jetzt hochgelassen. Meine Kinder schlafen alle noch. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Die Kinder schlafen. Hinter mir hängt eine Uhr, deswegen habe ich gerade da hochgeguckt. Ja. Ich will jetzt mal frühstücken mit meiner Freundin. Die kommt jetzt gleich in meine Wohnung. Die Kinder schlafen alle noch. Jetzt ist das hier auch ein bisschen leerer und aufgeräumter. Gestern bei der Rundtour war das alles voll. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die alle noch schlafen. Guten Morgen. Bist du schon wach? Ja, alle schlafen noch und du bist jetzt wach. Ja? Hast du gut geschlafen, mein Mäuschen? Weil ich jetzt frühstücken gehe, magst du mit frühstücken kommen? Magst du mit frühstücken kommen? Oder magst du noch ein bisschen schlafen? Okay, ich gehe mal rüber, frühstücken. Wenn du mitkommen magst, dann kommst du einfach rüber, ja? So, nachdem wir jetzt gefrühstückt haben, bin ich mit meiner Freundin los zum Lidl und wir haben erstmal hier natürlich eingekauft für die ganze Woche und haben eigentlich reichlich mitgekriegt. Da gibt es eine ganze Tüte Süßigkeiten, weil wir wollen heute Süßes verstecken. Als Überraschung für Silvester, für die Kinder. Wir machen es mal anders wie andere. Aber das wisst ihr ja von uns schon, dass wir eh alles anders machen. Genau, und während meine Freundin jetzt hier schön einpackt, filme ich mal, was wir eingekauft haben. Genau, wir filmen mal hier mit. Ganz viel Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Am schönsten ist, wenn man zugucken kann, wenn andere arbeiten. Wisst ihr das? Und die Kinder dürfen es nachher reinschleppen ins Haus. Gell? Das lassen wir uns nicht nehmen. Naja, ich denke, man hat schon grob gesehen, was wir eingekauft haben. Ne? Jetzt fehlen uns noch ein paar Kartoffeln und ein bisschen ein paar Sachen vom DM. Und dann fahren wir wieder heim. Beziehungsweise auf dem Bauernhof zurück. Genau, und der ganze Einkauf hat uns jetzt 200 Euro gekostet insgesamt. Das machst du aber schön. Gell? Mhm. Glanz ist halt Glanz. Ja. Schön machst du das. So, hola! Hallo. Wir gehen jetzt mal eine Runde über den Hof und zeigen euch mal unseren Bauernhof, wo wir immer, vor allem unseren, wo wir immer Urlaub machen. Das vierte Mal mittlerweile schon. Diesmal haben wir eine andere Ferienwohnung. Das ist hier der Ausgangsbereich oder Eingangsbereich unserer Ferienwohnung. Das hatten wir sonst nicht. Da oben das gelbe Haus. Da, das gelbe. Das sind auch noch Ferienwohnungen. Da stehen noch so drei Blockhütten, das sind auch Ferienwohnungen. Und da gibt es hier noch einen Spielplatz, direkt ums Eck. Genau, direkt ums Eck gibt es einen Spielplatz. Genau, das ist so viel dazu. Mehr ist hier auf der Ecke nicht.
Und da, wenn man rausgeht, da kann man auf den Hof gucken. Da sind wir schon mitten auf dem Bauernhof. Also unsere Wohnung ist diesmal mitten auf dem Bauernhof. Genau. Dann gehen wir jetzt mal los. So, und dann fangen wir mal hier bei den Ziegengehege an. Da kann man dann dahinter lang, im weißen Shirt ist die Aspasia, die kann da gerade im Eingang rein. So, wir gehen mal von außen gucken. Und das ist, sind hier so ein Außengehege. Ne, streichelt so, gucken wir an, wer kommt denn da? Ne, gucken mal, wer kommt denn da? Ja, hallo, ne, hallo. Haben wir euch lange nicht gesehen, gell? Also wir waren jetzt anderthalb Jahre nicht hier. Da sitzen auch noch zwei Freunde. Die haben Mittagspause. Da ist auch noch ein Esel. Aber den kann man sehen. Da steht noch ein anderer Esel. Genau, und dann hopsen hier die Häsle noch drin rum. Ja. Und da unten gibt es noch Schafe. Und da gibt es, das gehört alles noch dazu. Schafe und was ist da noch drin? Ein Reh. Und ganz da unten diese Hütte. Das ist dann der Hühnerstall. Da gehen wir gleich nochmal rum. Genau, so viel dazu. So, dann sind wir hier bei die Ziegele. Bei die Ziegele. Ja, die Ziegelis. Und wen haben wir noch hier? Ein Pony. Ein Pony. Und die Zicken, die sind ganz frech. Die hauen nämlich immer ab. Die springen hier auf das Hausdach und dann springen die hier beim Zaun und dann sind die weg. Genau, also dann gehen wir mal weiter und da hinten kann man reingehen in den Stall. Und dann kann man die streicheln. So, diese große Scheune, da sind die Trecker drin. Und da werden Reparaturen an den Treckern gemacht und sowas. Also da dürfen die Kinder nicht rein. Da sind unsere Mädels, die Hüpfe und Hüpfe und Hüpfe. Die haben da Spaß am Trampolin. Genau. So, dann gehen wir mal weiter. Also hier ist der Eingang dann zu dem Streichelzoo, wo die Ponys sind und die Esel und so weiter. Da gibt es dann auch Fütterungszeiten. Genau. Und dann gehen wir jetzt mal. Also hier kann man von der anderen Seite noch mal gucken. Ich überlege, was ich zuerst und zuletzt euch zeige. Also hier ist noch mal von der anderen Seite. Sieht man noch mal die zwei Esel sehr gut. Genau. Kleines Ziegele. So, jetzt dann noch so ein Baumhaus für die Kinder. Da können die Kinder drauf rumhüpfen. Das ist ganz geschickt gemacht. Hier kann man auch noch rumklettern. Da können die Kinder rumklettern, rüberklettern, dranhängen, durchklettern. Unten durch können die sogar. Das ist richtig cool gemacht. Genau, das ist das Baumhaus für die Kinder zum Spielen. Richtig, richtig schön. Kann man reingehen, ringsrum klettern und so weiter. Richtig, richtig toll. So, hier zwischendurch mal unsere Elisa. Die dürfen nämlich auch die Großen mit den Catcars fahren, egal wie alt sie sind. Auch die Erwachsenen fahren mit und die Kleinen nehmen wir dann hinten immer mit. Genau, der Olu hat da auch so ein Catcar. Auch so ein doppeltes. Genau, und dann dürfen die Großen nämlich hier über den Hof pesen. Natürlich müssen sie ein bisschen aufpassen, wenn Trecker kommen und so weiter, aber das klappt schon. Das haben die bis jetzt immer gut hingekriegt. Also hier ist eigentlich eine Seilbahn. Ich glaube, die ist gar nicht dran, ne? Wegen Winter. Doch. Ist sie dran? Ja. Ah ja, doch. Also hier ist eine Seilbahn. Und das hier ist ganz neu, das kennen wir noch gar nicht. Es ist nämlich jetzt ein Grillplatz geworden. Da kann man nämlich auf diesen Feuertopf, nenne ich es mal, kann man ein Feuer machen und auf dieser Fläche hier kann man nämlich sein Fleisch drauflegen und grillen. Ja, das habe ich nämlich in Fotos von dieser Bauernhofseite gesehen. Genau, also das ist ganz neu, das haben die alles ganz neu gebaut. Das kennen wir nämlich jetzt gar nicht und wir waren das letzte Mal vor anderthalb Jahren hier, also letztes Jahr im Sommer. Da gibt es wahrscheinlich so Abstellgedönse. Ne? Ja, genau. Im Sommer. Genau, im Sommer kommen dann Bänke raus und so weiter. Also so Abstell-Grims-Grams. Genau. Also das ist jetzt neu ein Grillplatz. Genau. Da oben kann man nochmal sehen, wo wir wohnen. Das gelbe Haus, die Balkon oben, das sind unsere zwei Wohnungen. Die Balkone sind unsere zwei Wohnungen. Ja. So, und los geht's. Also wie gesagt, auch die großen Kinder dürfen hier richtig nochmal Kind sein. Egal wie alt man ist.
Also, Flieger sieht man auch ganz oft. Hubschrauber kommen ja auch oft drüber. Und der hat irgendwas da unten dran, siehst du das? Und Adler. Adler fliegt auch gleich noch mit. Also hier gibt es auch sehr viele Sachen am Himmel oben zu betrachten. Die fliegen zusammen mit einer Schnur. So, jetzt kommen wir mal hier bei die kleinen Kälbchen. Das sind die Kälbchen, die verkauft werden. Beziehungsweise dann, wenn es Weibchen sind, erstmal in einen anderen Stall kommen, bis sie so weit sind, dass sie Milch geben können. Ne? Ja. Bist du auch eine Milchkuh? Ja, noch nicht. Noch nicht. Das hat noch Zeit. Hallo, hallo, ich muss mich das so hier anlegen. Die sind jetzt alle schon ein paar Tage alt oder 2, 3, 4 Wochen. Na, älter sind die alle noch nicht. Atranessi. Hallo. Ist es schön, da hinten mitzufahren? Mitzufahren? Ich kann gar nicht sprechen, Alter. Und es ist richtig warm, ne? Ich glaube 14 oder 16 Grad. Deswegen sind wir alle halb nackt unterwegs. Naja, okay, wir haben keine Jacken an. Juhu. Da hinten hopsen unsere Mädels rum. Mama, zeig mal. Ja. Bei den Kälbern kann man auch die Finger reinheben, gell? Ja, das macht die Babykuh bei mir auch. So, und jetzt gehen wir mal durch den Kuhstall hier. Jetzt gehen wir mal bei den großen Kühe rein in der Reinung. Ja, in der Reinung. Mo, ja. Mo. Ne? Ganz viele Kühe gibt's hier, ne? Das war irgendeine in dieser Reihe. Schön. Ganz viele Kühe. Ganz viele Kühe habt ihr hier. Viele haben jetzt Mittagspause noch. Es ist ja ein Milchhof. Hier gibt es sogar eine Brownie-Kuh. Ein Brownie. Ja. Eine braune, ja. Das ist nicht. Ich hab Angst, die anzufassen. So geil. Ja, weil die lecken mich sonst ab. Ja, ja. Das will ich nicht. Die haben halt große Kuhzungen. So, nun gehen wir mal hinten rum. Hier oben geht es zur Spielscheune hoch. Elias, sollen wir mal hochgehen? Nein. Okay, also da oben geht es zur Spielscheune. Da ist doch eh nur Heu. Heu und Rutsche und Kletterdingsbums. Also das ist jetzt neu, das kennen wir auch noch nicht. Eine kleine Küchenstation. Haben wir auch noch nicht gesehen. Und hier hinten sind eigentlich die Kühe, die schwanger sind im Sommer und dann kriegen die ihre Babys, aber jetzt haben sie da Kälber reingemacht. Warum, wissen wir nicht, das muss ich mal erfragen, weil eigentlich liegen hier immer die Schwangeren und kriegen ihre Kälber im Sommer. Aber vielleicht haben die jetzt einen anderen Platz. Und die haben auch da hinten jetzt Scheiben drin, weil es ja Winter ist natürlich, sonst sind die nämlich nicht drin. Genau, da sind jetzt Kälber drin, warum auch immer, wir fragen einfach nochmal nach. Ja. Die sind auch schon etwas größer, ne? So, das hier ist die Schwangerenabteilung. Hier liegen immer die schwangeren Kühe, bis die dann entbunden haben. Also so die letzten 6, 8 Wochen, glaube ich, sind die dann hier drin. Ja, die ärgert gerade die Kuh hier. Das ist jetzt hinterm Kuhstall, in der Mitte vom Hof.
geht es hinten zum Spielplatz. Und wenn man da lang läuft, geht es dann irgendwo zu unserer Ferienhaus. Hier gibt es eine Tankstelle. Und da ist das Milchhäusle. Und das zeigen wir euch jetzt. Ein kleines Milchhäusle. Jetzt nehmen wir euch mal mit hier rein. Also hier gibt es Eis, 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 Eis. Und da gibt es Eier, Marmelade, Säfte. Was gibt's noch? Siehst du noch, Elias? Wurst, Honig, Honig, Butter. Ja. Kann man das erkennen? Ja. Und da gibt es Nudeln, Saft, Tomatensauce, Gulasch. Apfelchips, Äpfel und Kartoffeln und Popcorn. Genau, und da ist unser Milchautomat. Da gehen wir jeden Morgen unsere Milch schon oder jeden Abend dann für nächsten Morgen schon. Genau. Und das können wir euch auch nochmal ein anderes Mal zeigen, wie das funktioniert. Und da kann man sich noch einen Kaffee holen. Das ist das Milchhäusle. So, da unten war der Kuhstall, hier ist das Milchhäusle und da geht es dann zum Hauptbauernhof. Das ist der Hauptbauernhof mit dem roten Dach. Das hier ist das Haus von den Eltern, von den Bauern. Genau, da ist nochmal die Tankstelle. Ja, genau. Und dann kann man da hinten zum Spielplatz gehen. So, jetzt sind wir im Hofladen. Also hier gibt es auch so einen kleinen Hofladen. Da gibt es auch so verschiedene Sachen, die sie selber herstellen. Oder selber herstellen lassen mit ihren eigenen Produkten. Genau. Da gibt es immer mal was anderes. Ne? Gibt es ganz verschiedene Sachen. Also verhungern muss man nicht. Man könnte auch gegebenenfalls vom Hof leben. Ist natürlich etwas kostenintensiver, aber ja, ist auch eine Option, sich hier zu versorgen. So, jetzt nochmal von gestern Abend die Position. Also das ist das Bauernhaus mit den Ferienwohnungen. Und da wohnen auch die Bauersleute drin. Die jungen Bauersleute, sag ich mal, mit ihren drei kleinen Kindern. Genau, die Eltern wohnen nämlich nebenan. Und die sind schon etwas älter. Genau, und jetzt drehen wir mal die Kamera rum. Und da sieht man, dass wir hier wieder runterkommen. Dann hüpfen die Mädchen auf die Trampolin. Da sieht man nochmal die Kühe. Hier ist auch ein bisschen der Spielplatz. Und auch noch ein Trampolin, da kann man jetzt aber nicht hinfilmen, da sind fremde Leute, also hier oben drüber ist noch ein Trampolin. Genau, und da unten, das gelbe Haus, ist dann unser Ferienhaus. Das ist im Prinzip schon der ganze Hof, aber trotzdem kann man jede Menge machen. So, nochmal ganz nah, da oben sind unsere Ferienwohnungen, die Balkone. Genau, jetzt mal hier von ganz unten sieht man nicht viel, aber da sieht man, dass die Ziegen kommen, weil die Elisa hat frisches Gras in der Hand. Pass auf, die boxt dir gleich den Hintern hier. Die Ziege ist ein bisschen frech. Na, traust dich nicht? Guck mal, hier kommt die nächste an. Hallo. Das ist Gras. Gunde, 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 Gunde. Au! Ey, Mama, das sieht aus, als würde die voll lachen. Die lacht. Du siehst aber ulkig aus. Hier habt ihr noch ein bisschen Gras. Guck mal, das Babyziege rennt hinterher hier. Ja, die darf mir hinterher. Ja, aber die anderen sind zickig. So, jetzt wird lecker gegrillt. Zeig mal her, was hast du denn drauf? Oh. Mmh, Abraham, freust dich? Ja. Möchtest du auch was essen? Mhm. Sag mal einfach mal ja. Lecker, lecker sieht's aus. So, hier nochmal die Aussicht, bevor es ganz dunkel ist. Und unser Stern hier wieder an ist. Ja, ja, so ist das super, super schön. Wunderbar. So,
Lego, Lego. Der Tisch ist gerichtet, die ersten Würste und Fleischstücke sind fertig. Ja, und da wartet das nächste. Lecker, lecker, da illa wir mal rein. Lecker, lecker, lecker. Jetzt ist unser Stern hier auch an. Ja, jetzt sieht man nämlich bald gar nichts mehr hier.